Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf diesem Kanal. Heute wieder Into the Breach und wir sind bei der Folge 2 angekommen. Wir sind gerade gestartet, hier den das Insel zu erobern oder zu beschützen und ja, fangen jetzt hier mit unserer dritten Mission an und gehen hier ins Schutztal, denke ich. Hier gibt es nicht mehr Ressourcen als hier, gibt es nur einen Stern. Hier gibt es einen Stern und eine Konzernreputation und einmal Energie. Let's. Okay, also leider weniger als 3 Netzschaden, das will ich sowieso schaffen und den Energiereaktor beschützen. Das klingt vernünftig, das machen wir mal. Also hier sind so Minen, wenn man drauf stehen bleibt, stirbt man, glaube ich. Auch nicht falsch. Das ist eher positiv für mich auf jeden Fall. So, wie wir es letztens schon gelernt haben, haben die hier anscheinend auf dieser Insel diese Eiergeschichte. Genau. Also im Tod erzeugen die Spinneneier. Ich weiß immer noch nicht, wie stark das ist. Mein Gedanke ist immer, sowas erst gar nicht auszuprobieren. Irgendwie so ein bisschen zumindest. So, ich werde mal ihn hier platzieren. Dann den Panzer auch hier. Mal hier hin und die Aare hier hin, weil ich versuche halt, die Gegner irgendwie ein bisschen wegzuschubsen. Mach mal die erste Reihe, mal gucken. Wenn wir nichts zum Festkleben aus dem einen. Gucken wir jetzt einfach mal, was der Gegner macht. Der geht einfach nach da vorne. Das heißt, ich kann mich wunderbar auf eine Mine drauf schubsen. Okay. Ich will rausfinden, was ein Ei bringt. Also, aus einem Ei hüpfen Spinnlinge. Gut. Dann haben wir das jetzt auch gelernt. Also ihn kann ich eigentlich ignorieren, solange ich ihn wegbewege. Ihn kann ich auch ignorieren, solange ich... Ja. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal... Also die Spinnlinge, irgendwie will ich sie nicht kennenlernen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor denen. Ohne zu wissen, was sie machen. Gut. Kurz überlegen, also ich könnte... ihn in eine Mine pushen mit der Ari. So. Ja, dann war ich einfach voll, ich gehe mit ihm nach vorne, hau den Typen hier platt. Dann kann ich hier die Spinneier einfach zerstören, indem ich hier hingehe und aufschiebe. Ah, es gibt XP schon. Dann kann ich mit ihm hier hingehen, hinter den Schiefer wieder in die Mine rein. Jetzt attackiert er der letzte nur noch ein leeres Feld. So, jetzt haben wir jetzt wieder 3 neue Gegner. Das ist die ganze Menge. Hier 2 neue Gegner. Aber wir haben jetzt hier auch keine weiteren Spawn-Punkte gegeben. Ah, okay. 3 Stück hier. Genau. Also No-Brainer ist auf jeden Fall mit dem Panzer ihn da aufzuschubsen, weil dann schlägt er ins Leere und hier spawnt kein neuer Gegner. Und er muss weg, weil er schießt hier die Leinen entlang, das heißt er trifft dann das Gebäude, aber ihn kann ich eigentlich stehen lassen. Das heißt, ich würde es tendenziell mit der Ari ihn hier reinschubsen. Ich muss mich hier bewegen und mit ihm dann einfach hier draufstellen, damit ein Spawn verändert wird. Gehen wir erstmal aus, ob das klappt. Zack. Mal erstmal die Geschichte hier, falls da noch regnet. Genau. Beides gestoppt. Ich würde natürlich jetzt auch die Schnecke hier reinschlagen. Der wird auch weg. Die Schnecke ist eigentlich, ich finde die nicht so schlimm, die Schnecke ist einfach so. Und Schaden habe ich ja keinen bisher. Gut, er muss ja wieder sterben, weil er jetzt versucht, was Fieses zu machen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie das halbwegs hinkriegen.
das gefällt mir. Also ich werde jetzt mit der Ari hier hinschießen, dann ist die Schnecke nämlich hier drüben, das heißt, die schießt dann wieder auf seinen eigenen. Der fliegt in die Mine. Nein, ich nehme rein. Genau. Achso. Ja, ich überlege gerade, könnte natürlich auch spekulieren, dass er zuerst schießt, aber das ist mir zu riskant. Jetzt kriegt mein Panther einen Schuss von der Schnecke, aber das ist mir egal. Ich möchte unbedingt verhindern, dass er das Energienetz beschädigt. Zack. Und jetzt kann er eigentlich einfach stehen bleiben, da kriegt er mal einen Lebenspunkt dazu. Geht hier in den Spawn. Genau, jetzt. Stimmt. Auch nicht schlimm. Auch nicht schlimm. Das ist schon erst ein Problem, weil es halt Schaden an dem Energienetz macht. Genau, also das kriegen wir auch hin. Also jetzt können wir gucken, wie wir am meisten Schaden anrichten können. Ich glaube, ich maximal zwei Gegner noch tot. Muss man überlegen. Ich versuche gerade die Exp so ein bisschen zu verteilen, aber eigentlich wäre es ganz gut, wenn. Ja, ist fast egal. Wenn ich hier hingehe und auf den schieße, dann kriegt der zwei Schaden und der einen Schaden, dann wäre schon gut. Machen wir jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt mit der Ari hier hinschießen könnte, wäre super, kann ich aber leider nicht. Also egal, dann teilen wir die Exp ein bisschen auf. Mit die Ari hier hinschießt den Platz. Dann los, und dann kann er noch den Kollegen hier sich holen. Ne, warte, Bewegung machen. Ah ne, ich dachte gerade, ich würde auch hier hingehen, hätte den noch töten können, wenn den reinschubst, aber klappt nicht. Also doch einfach angreifen. Und damit ist die Mission auch erfüllt, denke ich. Genau, wunderbar, wieder flawless sozusagen. Dann ist erst die Förderung. Okay, immun gegen ACIDUM, was immer das ist, und Feuer. Feuer kenne ich. Wenn es gegen Feuer immun sein, ist nicht unbedingt falsch, ne? Kann man schon mal nehmen. Das andere müssen wir noch rausfinden, habe ich noch nie gehört. Gut, dann will ich als nächstes hier auf das Landwehr gehen, was aber mehr bringt. Ne? Hier gibt es Luftunterstützung, vernichte mindestens 7 Gegner, beschütze das Kohlekraftwerk. Alles vernünftig. Ja, machen wir das mal. Die Luftunterstützung funktioniert, das seht ihr am besten gleich selber, wenn es passiert. So, da in den Feldern kommt Luftunterstützung runter, das heißt, alles, was da steht, stirbt. Also, nachdem ich meine Züge gemacht habe. Das heißt, ihn kann ich echt ignorieren komplett, weil der einfach nur sterben wird. Eigentlich kann ich, wenn ich ihn ignoriere, dem Panzer nichts machen. Also, ist so gesehen, naja, mal gucken. Also, dann schauen wir erstmal. Er bedroht aktuell den Panzer. Moment, kurz drüber nachdenken. Also ihn kann ich aber stehen lassen, habe ich gesagt. Wenn ich jetzt ihm hier zwei Schaden mache, aber ich von hier mache, also wenn ich von hier den Schaden mache, dann pushe ich ihn rein und zerstöre ich das Gebäude, das möchte ich nicht. Wenn ich den Schaden von hier mache, kann der Panzer auch nicht mehr schießen. Das heißt, es läuft darauf hinaus, dass die Ari einfach ihn bekämpfen muss. Indem sie
einfach irgendwo wegschubst. Frage ist nur noch wohin. Wobei ich könnte auch einfach, ich bringe ihn einfach mit dem um und dann kann ich mit der Ari ihn wegschubsen. Oder ich lasse ihn einfach stehen. Ja, ich glaube, das ist so. Der macht den platt. Und dann schieße ich noch mit der Ari auf ihn hier drauf. Damit er aber einen Schaden hat. Genau. Der macht das gleiche nochmal hier. Nur zwei Schaden. Er wird dann gleich, also die Schnecke wird gleich auf ihn schießen, dann steht er hier. Und er wird einfach von dem Bumerangriff, der jetzt, sobald ich hier drücke, kommt, ausgelöscht. Jetzt kommt die Geschichte. Zwei neue Gegner. So, der steht da schon mal gut. Allerdings, nee, tut er nicht, weil. Nee, ne? Ist ja klar, denke ich. Man kann in meiner Sicht nicht wegbewegen. Das muss ich auf jeden Fall ändern. So, wie war es hier? Das war es mit den Spinneneiern. Die will ich ganz gerne loswerden. Gut, also die Schnecke macht ja nichts Schlimmes. Wenn ich jetzt, mein Gedanke wäre jetzt folgender. Er kann sich gleich nochmal bis hierhin bewegen. Also ich werde versuchen mit dem Panzer ihn wegzuschubsen. Dann kann er ihn töten und der andere, die Ari kann ihn töten. Das klingt gut. So, jetzt nehme ich diese Spinneier-Geschichte weg. Und dann sollte es eigentlich auch passen, kriegen wir jetzt rein. Okay. Und kann ich leben. So, jetzt kommt der Luftschlag, zerstört ihn noch. Die XP müsste dann aufgeteilt werden. Nur eins für jeden. Das ist eine neue Steckung und zum Käfer. Die Käfer das ist mit die harmlosen Gegner wollte ich für mich. Die sind knallt. Gut. Also die Schnecken machen ja eigentlich gar nichts, ne? Könnte ich theoretisch einfach ignorieren. Das heißt, ich spiele es jetzt hier. Die Frage, ob ich es auf XP spielen möchte, ne? Das ist das einzige Grad. Und die Ari kommt hier theoretisch hin. Der Panzer kommt da theoretisch. Aber hier auch hin. Dann mache ich, ich versuche jetzt möglichst viel umzubringen, aber um die XP zu kriegen. Weil ich habe gerade. Also, ich kann die Gegner töten, von daher macht es. Eben, die Kills von der Luftwaffe ziehen ja auch mit. Dann über. Nee, okay, das war jetzt kein guter. Also, ich würde jetzt die Runde gerade mal zurück. Jetzt. Okay, wenn ich ihn hierhin bewege, dann kann ich die Ari hierhin bewegen, kann die Ari hier drauf schießen. Ja, so machen wir es. Ich hätte ganz gerne die Expo auf der Ari gehabt, aber es klappt klar. No. Kriegt der einen Schaden, aber das ist tragisch. Muss mit denen, die mussten beide genau in die Stelle vom anderen, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber ist ja auch kein Problem. Was kommt da denn vor? So, mein Schaden kriegt jetzt nicht im Anfang, der kommt das jetzt los. Ne, kriegt nicht. Okay, also er muss auf jeden Fall heilen, ist er tot. Ist aber kein Problem. Also er wird auch eh so sterben. Der Schaden von ihm interessiert mich jetzt gerade nicht wirklich. Also ich mache es aber folgendermaßen. Ich
Ich muss mich auch über ihn kümmern, das heißt, ich mache es auf Holz, ich gehe hier hin. Schießt er genau, schieße ihn hier raus, ne? Aber kein Problem. Kann er jetzt nämlich auch übernehmen. Also ich kann jetzt zwei Schaden machen, das heißt, ich kann entweder den töten oder dem zwei Schaden machen. Also, und er kann jetzt einfach rüberfahren und sich heilen. Dann brennt er auch nicht mehr. Und damit ist die Runde ja erledigt, weil er macht ja nur einen Schaden, ne? Ja. Sollte ich immer vorher mal gucken, was wir mehr hören. Wir machen die mehr Schaden. Genau, alles verteidigt. Wunderbar. Was auch eine ganz einfache Mission. So, jetzt hat der hier eine neue Fähigkeit bekommen, Ouvertüre. Also in der ersten Runde habe ich eine Aufladung und zwei Bewegungen extra. Also Aufladung heißt, dass man einfach einen Schaden mehr macht. Oder mehr Halt und so, also wie auch immer. Ganz okay. Es gibt schlechtere Fähigkeiten, aber auch bessere mit Sicherheit. Jetzt haben wir die ersten vier Missionen fertig. Wir gucken mal gerade noch unsere Typnummer an kurz. Ah, hier haben wir einmal C bekommen, der hat noch nichts. Ouvertüre. Ist eigentlich gar nicht so schlecht auf der Ari, dann macht die einfach nochmal mehr Schaden. Ich glaube, ich lasse das aber erstmal so. Weil es auf dem auch praktisch wäre, ne? Ich glaube, eigentlich ist dies mit der Bewegung am besten auf dem Nahkampf-Mick. Ich glaube, da ist eigentlich am wichtigsten. Ich mache das. Ich baue den um. Das heißt, den packe ich jetzt einfach in die Ari rein. Da bin ich alle um. Ari. Nahkämpfe. Und. Ari. Panzer. Nahkämpfer, genau. Unsere Prime, Sturm und Fernkampf, um die richtigen Worte zu nutzen. Genau. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Mission. Nehmen wir die noch rein in die Folge? Ah, ich glaube nicht. Das machen wir demnächst. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.